Wer wissen will, wie diese Trompete komplett general überholt wird, der sollte in diesem Video dranbleiben. Viel Spaß dabei! Ich bin gelernter Instrumentenmacher und in dem Video zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ich die Trompete general überhole. Ich beginne hier mit dem Zerlegen von dem Instrument. Eine Trompete hat ca. 180 bis 190 Einzelteile, je nachdem. Schraubdeckel ab. Mit Hilfe von dem Dorn schlage ich die Ventile aus. So. Na, komm. Hier sieht man eben die ganzen Ablagerungen von Kalk, Salz, alles was so in der Spucke eben enthalten ist. Druckwerk ab, quasi bis auf die letzte Schraube das Instrument vollständig zerlegen. Die Hufeisen. Ah, da hat sich schon mal jemand gestochen. Züge ziehen. Wasserklappe demontieren. Das war's dann praktisch schon vom Zerlegen her. Hier die alte Feder, die kommt ab. Der alte Kork raus. Und jetzt das Druckwerk in alle Einzelteile. Hier hat sich auch schon mal jemand gestochen und nichts draus gelernt. Hier schleife ich die Ventile ein. Da kommt ein Öl unten an den Zapfen von dem Ventil auf die Laufflächen, auf den oberen Zapfen. Das ist ein normales Motorenöl. Kann man eigentlich im Prinzip nehmen, was man möchte. Darauf folgt dann praktisch das Bimsmehl. Das ist praktisch das Schleifmittel. Jetzt setze ich das Ventil in die Büchse wieder ein, verteile das mit der Zange, dass überall Schleifmittel dran ist. Und schlage das praktisch so, wie es dann später mal sitzen wird, wieder ein. Mit einer selbstgebauten Kurbel, ca. 100 mal nach vorn, 100 mal zurück. Den Lauf prüfen und dann kommt das Ventil im Prinzip schon wieder raus. Das sieht dann praktisch ja, so aus. Das Öl mit dem Schleifmittel. Ja, wisch mal ein bisschen was weg da. Dass man das besser sieht. Ja, so ist es schon ziemlich blank geschliffen. Anschließend wird das vorgereinigt praktisch in den Bremsenreiniger und kommt in den Ultraschallbad. Jetzt zur Trompete. Es wird alles gründlich ausgewaschen, hier mit einem Pinsel, auch mit Bremsenreiniger. Und das sollte wirklich sehr gründlich gemacht werden. Umso länger hat der Kunde dann eben Freude. Hier wird es nochmal richtig ausgesprüht, auch mit Bremsenreiniger, dass wirklich nichts übrig bleibt von dem Schleifmittel. Hier nochmal mit Druckluft richtig ausgeblasen. Sicher zu gehen, wird das nochmal mit dem Lappen ausgewischt, die ganze Büchse. Dann drehe ich mir vorne eine Spitze. Diese Spitze, die führe ich dort durch, wo der obere Zapfen vom Ventil quasi läuft. Sieht dann ganz gut aus. Ventile genauso. Nach dem Ultraschallbad gründlich abgeputzt. Sieht dann so aus.
Kann man so lassen. Das sind die Hufeisen. Die alten Silikone müssen hier raus, da dort neue reinkommen müssen. Hier bereite ich jetzt praktisch die ganzen kleinen Teile fürs Polieren vor. Und die Hufeisen sind fürs Öffnen und Schließen des Ventils praktisch zuständig. Das ist der Ventilflügel. Dort oben hat man die zwei Punkte, diese Markierung. Und um das nicht zu vertauschen, gibt es unten an der Schubstange auch zwei Markierungen. Die zwei Striche dort. In dem Fall ein Punkt und ein Strich. Wird zerlegt, die Madenschraube kommt fort. So sieht das dann aus. Kugel und Pfanne praktisch. Die Kugel kommt in die Pfanne und von oben kommt dann die Madenschraube rein. Aber das später. Die Madenschraube setzt sich vorm Polieren wieder ein. Das kommt zum Polieren. Hier sieht man den Schraubdeckel, wie er vorher aussieht. Das ist meine Schwabbel, meine Poliermaschine, die habe ich selbst umgebaut, alter Schleifbock. Und statt den Schleifscheiben, Polierscheiben. Ein Wachs kommt dort drauf, Polierwachs praktisch. Und das Ergebnis kann sich eigentlich immer sehen lassen. Zeig mal her hier. Ganz in Ordnung. Das gleiche mit dem Drücker im Prinzip. Wachs an die Scheibe. Polieren gut festhalten. Dann sieht das so aus. Hier kommen alle Kleinteile, praktisch die poliert wurden, auch ins Ultraschallbad, außer die Drücker. Bei den Drückern ist es so, wenn ich das ins Ultraschallbad geben würde, könnte es passieren, dass der Bremsenreiniger in die Schlitze läuft und dort, wo die Federn in dem Trommeldruckwerk laufen, praktisch das Öl verdrungen wird. Und das musste ich in dem Fall nicht machen, weil die wirklich gut gelaufen sind, die Federn. Die poliere ich praktisch nur mit dem Lappen ab. Sieht man hier. Jetzt noch mit einem sauberen Lappen hinterher. Dann sieht das so aus. Ganz angenehm. Alle Kleinteile, die werden hier mit dem Lappen nochmal separat abgeputzt. Das sieht dann so aus. Ich lege mir die kleinen Teile gerne geordnet hin, so habe ich mehr Übersicht und sieht halt einfach besser aus. Hier setze ich das Druckwerk wieder zusammen, kontrolliere die Federspannung, kommt das Gegenstück, eine Art Kralle ist das praktisch, welche auf den Bock dann angeschraubt wird. Jetzt kontrolliere ich den Sitz. Leicht mit dem Hammer zusammenschlagen, damit der Sitz wirklich gut passt. Und dann kommen praktisch die Schrauben wieder dran. So wie ich das Druckwerk zerlegt habe, so wird es dann praktisch wieder zusammengeschraubt.
nochmal abputzen. Passt. Jetzt kommt praktisch der Flügel wieder in die Pfanne. Vorher ein bisschen Fett rein. Kugel in die Pfanne. Nochmal Fett. Und danach die Madenschraube. Na, komm. Madenschraube. Die wird erstmal festgezogen, handfest. Und die Faustregel ist so circa handfest ziehen und eine Viertelumdrehung wieder zurück. Damit hat man einen ziemlich guten Lauf von dem Flügel. Aber das kann man dann später dann im montierten Zustand mit dem Ventil nochmal nachkorrigieren. Ja, und so sieht das dann fertig aus. Jetzt im ausgebauten Zustand mache ich es ganz gerne so, dass ich an allen beweglichen mechanischen Teilen, an den Kreuzgelenken hier hinten praktisch, überall dort, wo sie es bewegt, noch einen guten Tropfen Öl anbringe. Wie gesagt, jetzt kommt man noch gut ran. Es kann sich gut verteilen. Hat sich bisher bewährt. So, und hier sieht man schön, wie ultraleicht gängig die Kreuzgelenke sind. Das sind die Hufeisen. In dem Fall verwende ich hier einen Kork, nur zur Veranschauung. Manche Kunden wünschen Kork, manche Silikon. In dem Fall bleibt es bei Silikon. Es wird genauso reingesteckt, so eine Silikonstange. Und mit dem Skalpell bündig abgeschnitten, wie in dem Fall. Und praktisch in dem Radius zwischen den beiden Silikonen bewegt sich das Ventil, also öffnet und schließt sich. Hier auf der anderen Seite bündig abschneiden und so sieht das dann aus. So ein Halbmond oder wie man das auch immer nennen will, in den Bereichen öffnet und schließt das Ventil. Nochmal abputzen, Tapsen wegmachen, dann ist das okay. Hier kümmere ich mich jetzt um die Züge. Die sehen praktisch vorher so aus. Ablagerung von der Spucke, Kalksalz, Dreck, alles. Mit Bremsenreiniger und einem Lappen, die alten Fettreste runter, weil sonst das Schleifpapierkleid zugesetzt ist. Ja, das ist mein Schleiflein. Ich nehme am liebsten schon mal benutztes, das ist mir zu aggressiv. Und hier ziehe ich praktisch die Innenzüge ab. Beide Seiten. Das sieht schon anders aus. Andere Seite. Umdrehen. Und nochmal. Aber wirklich nur auf den Innenzügen. Ja, das sieht dann praktisch so aus. Hier werden nochmal die Schleifreste runtergewischt. Das sieht definitiv besser aus. Wie die wieder verbaut werden, das seht ihr nachher. Hier der letzte Zug und so sehen jetzt praktisch alle Züge aus. Die Laufflächen, quasi der Innenzug, komplett abgezogen und befreit von sämtlichen Ablagerungen. Hier wird nochmal
in die Wasserklappe der neuer Kork eingeklebt. Da, jawohl. Ach, wieder viel zu viel reingehauen dort. Ach. Naja. Besser viel als zu wenig. Ja, kann man ja abwischen. So, bisschen nachdrücken. Und schon sitzt das. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Hier sieht man, wie ich das Schallstück praktisch vorpoliere. Also ich bereite jetzt quasi das Polieren vor von dem kompletten Instrument. Und da ich mit dem Lappen schwer in die ganzen Kanten von dem Schallstück komme, poliere ich das quasi mit meiner Maschine vor. Aber seid dort wirklich vorsichtig. Also dort muss man wirklich vorsichtig sein. Da kann das Instrument kaputt gehen, dabei wenn man dort abrutscht oder verkantet. Und das könnte auch an den Händen, am Bauch und im Gesicht ganz doll wehtun. Wenn dort irgendwie was sich verkantet und das Instrument durch die halbe Werkstatt fliegt. So sieht das dann praktisch erstmal aus, das Vorpolieren. Jetzt wird nochmal die Büchse wird nochmal komplett ausgepustet, da beim Polieren ja auch viel Staub anfällt. Vor der Komplettpolitur setze ich die Ventile ein. Unten an den Schaft kommt praktisch das Ventilöl. Dann kommt der Sprengdeckel drauf. So, ja. Bisschen verteilt. Dann kommt oben auf den Zapfen kommt nochmal 2-3 Tropfen Öl. Ja, genau. Umdrehen. Und nochmal. Das Ventil wird jetzt schon so eingesetzt, wie es dann auch letztendlich sitzen soll. Am Ventil quasi, also an der Büchse und am Sprengdeckel hat man Markierung, die sieht man hier gleich. Einmal hier unten an der Büchse und da oben am Sprengdeckel. Die übereinander, vorsichtig und leicht einschlagen und schon sitzt das Ventil wirklich perfekt. Kommt der Reservetropfen hinten noch drauf. Schraubdeckel drauf. Und dann den Lauf des Ventils praktisch mal kontrollieren. Ah, hier ist es noch ein bisschen fest. Das ist aber kein Problem. Schlag mit dem Hammer. Nee, war noch nicht genug. Nochmal. Jetzt. Perfekt. Läuft wirklich wunderbar. So, ist das erledigt. Ventile laufen alle sauber. Kommen wir zum nächsten Schritt. Die Züge werden erstmal ohne Fett in die Trompete eingebaut oder eingeschoben. Warum, das zeige ich euch später oder erkläre ich euch später. Also, alle alle Züge rein. Die haben auch Markierung, da diese Markierung und die. Und somit weiß man praktisch, wie rum der Zug dann nur richtig drin ist. Da auch Markierung unten, Markierung oben. Hier wird die Trompete aufgesteckt. Praktisch mit Pflanzenöl. Ja, das ist sauteuer, aber die Aufnahmen sind alle 2018 passiert. Von daher, war es dort kein Problem. Das ist ein Polierkorund, das weiße Pulver praktisch, ein Aluminiumoxid. Das wird mit dem Öl gemischt, auf dem Lappen praktisch und dann, ja, Handarbeit und dann geht das los. Dann wird die Trompete, ja, per Hand erstmal vorpoliert. Wenn ich einmal komplett durch bin, dann drehe ich die Trompete praktisch und mache dasselbe nochmal komplett durch. Und so sieht das dann danach aus. Also jetzt ist sie vorpoliert, ne? Mit der Hand vorpoliert, so dass erstmal der grobe Dreck runter ist.
Hier benutze ich eine extrem weiche Baumwollscheibe mit meinem Finish-Wachs praktisch. Und hier bringe ich auch ganz, ganz wenig Druck bloß auf. Das Problem ist, wenn ich hier zu viel Druck gebe, fängt es an zu schmieren und ich habe feine Kratzer quasi in der Oberfläche und deswegen ganz, ganz wenig Druck nur. Und sanft drüber fegen. Nochmal Wachs auf die Scheibe. Und wirklich sanft über das Instrument drüber gehen und somit entfernt man wirklich die letzten kleinen Kratzer und man erreicht damit wirklich den Spiegelglanz. Das sieht man nachher aber auch noch. Hier nehme ich mir einen Lappen zur Hilfe. Praktisch dort, wo die Polierscheibe nicht hingekommen ist, helfe ich mit der Hand praktisch nach. Hier sieht man jetzt noch Polierrückstände, Poliermittelrückstände. Die streife ich ab. Dann werden die Außenzüge praktisch von innen nochmal gereinigt, dass kein Dreck zurückbleibt. Und ich die Züge mit dem frischen Fett wieder einsetzen kann. Hier kommt Fett auf beide Seiten. Dann wird erstmal eine Seite nur praktisch eingeführt, um das Fett gut zu verteilen. Bevor der Zug schließt, die Fettreste mit einem Lappen schon mal entfernen, damit ich mir mit dem Fett über die polierten Oberflächen praktisch keine Schlieren reinziehe. Und man muss ja nicht unnötig Arbeit machen. Ne? Deswegen gründlich arbeiten und schon ist alles in Ordnung. Jetzt kommt er so rein, wie er letztendlich rein muss. So, jetzt sitzen alle Züge. Nochmal ein bisschen die Fettreste und meine Fingerabdrücke oder je nachdem wegwischen, schalten nochmal genauso. Und hier gehe ich nochmal mit der weichen Baumwollscheibe mit einem Superfinish quasi drüber, dass das wirklich ein Top-Ergebnis wird. Ja, schön in die Kante. Ja. Sieht einfach schön aus, ne? So sieht erstmal das Zwischenergebnis aus. Hast du fein gemacht, ja. Das ist praktisch jetzt die komplette Montage wieder. So wie ich es jetzt erlegt habe, wird sie auch wieder zusammengebaut. Ne? Also gibt es jetzt nicht allzu viel darüber zu erzählen. Ne? Kleinteile drauf, Schrauben rein. Und ja, dann gucken wir uns mal an, wie das dann aussieht. Kurze Nachjustierung nochmal. Ah, das läuft noch nie ganz. Nachjustieren. Jetzt. So soll das laufen. Zwischen dem Trommeldruckwerk ein Tropfen Öl. Ja, so ist das Ergebnis. Ich bin ganz zufrieden. Gut geworden, war ein schönes Projekt. Genau. Glänzt schön. Ne? Einwandfrei. Ach so, das Mundstück. Das habe ich vergessen. Ah, es wird poliert. Und danach sieht es dann praktisch so aus. Top, einwandfrei. Den Koffer noch ausblasen. Instrument rein und ich kann euch sagen, mein Kunde war wirklich sehr zufrieden. Vielen Dank fürs Zuschauen.
und bis zum nächsten Video. Ahoi!